Moin, sind Palmarillos. Mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Reps Play. So, ich habe den ganzen verkackten Morgen mein Sofa aufgebaut. Jetzt bin ich Horizon am Laden, hat aber 9,3 GB. Das dauert irgendwie 10 Minuten noch, habe ich gedacht. Geil, kannst du noch Mario spielen. So, wir gehen erstmal in die Eiswelt hier. Wir machen jetzt auf jeden Fall ihr Pilzkönigreich, Palast durch, was auch immer. Klappen uns mal hier in den Mond im Polarland. Irgendwie klingt der Ton anders. Kann das sein? Ich finde, es ist irgendwie lauter. Was ist denn, wenn ich jetzt da rüber springe? Komme ich dann da unten raus? Tatsächlich. Jetzt bin ich im Polarland. Man kann dann von hier einfach direkt... Das ist ja fast gar keine Ladezeit. Mein Gott, ein bisschen Ladezeit ist da ja. Warum können die Pinguine fliegen, Alter? What the fuck? So. Overjump. Okay, das hier ist dann quasi die Ladezeit. Das geht aber. Guck mal, zack, bin ich wieder da. So. Also, Pilzpalast. Irgendwie klingt das anders hier gerade. Der Fluss fließt hinunter zu unserem kleinen See. Oder meine ich nur, dass es anders klingt? Es ist sehr laut. Kann man das vielleicht leiser machen? So. Okay. Ja, da haben wir auch noch ein paar Münzen. Ich bin mal gespannt, wie viele Sachen es denn hier gibt. Also wie viele Monde und so. Aber das Gebiet ist auf jeden Fall sehr cool. Mensch, Mensch! Ich will doch hier die... Da ist bestimmt in einem einen Mond drin. Was will dieses Schaf? Muss man die wieder irgendwie eintreiben? Wurp, 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 wurp. Ja, wir gehen erstmal zu dem Palast. Wir können ja nachher noch gucken, was es sonst noch so hier gibt. Ich meine, die Münzen... Mond? Ja, ein Stern. Ach ja, genau, Sterne gibt's hier. Cool. Geil. Im Schwanz versteckt. Da war auch so einiges im Schwanz versteckt. Okay, wir gehen mal darüber. Was haben wir denn hier? Ein paar Blumen, die sprießen. Die geben mir ein Herz. Ach, der sucht bestimmt seine Schafe, der Typ da. Egal. Guck mal hier. Rap. Wie kann man in dem Level sterben? So. Okay, wir gehen jetzt mal hoch. Zu dem... Ach, jetzt hüpfe ich wieder aus dem Bild raus, alles klar. So, wir schauen mal, was Peach von uns möchte. Wollen die alle Mucke hier. So, hier ist der Wissenstoad. Toadette ist im Palast. Schwer am Fluchen? What? Kann der fluchen? Weiß es nicht. Also es gibt 100 Münzen hier. So, was will er denn? Mario, furchtbare Neuigkeiten. Prinzessin Peach ist schon wieder verschwunden. Sie hat ihren Koffer gepackt und ist mit einem sehr glücklichen Gesichtsausdruck einfach von dannen. Wir können sie nirgends finden. Wo kann sie nur sein? What? Was ist das? Hinweiskunst. Ist das nicht das Hutland? Ist sie ins Hutland geflohen? Ach, da ist Toadette. So. Oh, Mario, bist du wieder auf deiner spannenden Abenteuer unterwegs? Wunderbar. Ich dokumentiere nämlich all deine glorreichen Taten und habe ebenfalls Länder bereist. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe auch ein paar Powermonde als Belohnung für deine glorreichen Taten bei mir. Oh, Prinzessin Peach, Rettung, hast du schon abgeschlossen. Meinen herzlichen Glückwunsch. Aha. Prinzessin Peachs Rettung. Außerdem kannst du ja auch die Namen der Powermonde sehen, die du für alle deine Taten bekommst. Ich trage kleine Hinweise auf der Mondliste ein. Öffne die Karte mit und drücke, um Hinweise zu sehen.
Freund von Captain Toad. Mit Prinzessin Peach auf Reisen. Meister Schafhirte. Zurück nach Gumbarett. Ach du Scheiße. 104? Cappy Weitwerfer, Sprungmeister. Wirf Cappy. What? Springen. Auf der Mondliste kannst du nachlesen, welche Powermonde du bereits gesammelt hast. Du weißt schon, falls du dir unsicher bist oder so. Gut, ich bin dann mal, ich bin dann hier, falls du Lust verspüren solltest, irgendwelche Leistungen zu erbringen zu wollen. Ja, will ich. Ich habe einen neuen Erfolg. Deine neue Leistung lautet endlich wieder Weltfrieden. Aha, man kann jetzt hier bei der noch jede Menge Monde freispielen. Ach du Scheiße. Mondritter. Also hier kriegen wir nochmal 100 Monde extra. Mondzauberer. Flache Monde für Anfänger. Ja, jetzt gibt die mir immer einen Haufen Monde hier, oder was? Okay, was haben wir noch? Schatztruhenjäger. Notenjagd-Welttour. Crazy shit, Alter. Tic-Tac-Turnier-Amateur. Okay, was haben wir noch? Bekannter von Captain Toad. Nicht, dass wir jetzt 100 Stück hier kriegen oder so. Freund von Captain Toad. Kann ich mir nicht einfach alle auf einmal geben? Okay, was gibt's hier? Mit Lakito auf Fischreise. Cool, danke. Floristikgeselle. Gibt's doch gar nicht. Haben wir noch? Floristikmeister. Was haben wir noch? Wettlauf mit Hasen. Was ich alles machen muss für diese Sterne, ne? Gut, dass wir es alles schon gemacht haben. Stampfattacken-Ausbilder. Okay, Stampfattacken müssen wir auch machen. Stampfattacken-Meister. Mützenwurf-Neuling. Krasser Scheiß. Was haben wir noch? Vernünftig gekleidet. Ich will noch den Raumanzug haben. Überdurchschnittlich gekleidet. Krass, ich bin überdurchschnittlich gekleidet. Jackpot Großmeister. Okay. Quizmeister. Jetzt haben wir ja schon bald 40 hiervon gesammelt. Souvenirs für Anfänger. Souvenirs für Experten. 38 haben wir jetzt hier schon. Von 109 oder so. Caper-Lehrling oder Caper-Lehrling. Scheiße. Okay. Kepper-Geselle. Gut, 40 Monde haben wir. Kepper-Meister. Ich würde halt gerne einfach nur wissen, was wir machen müssen noch, damit wir das machen können. Aber die gibt mir halt jetzt einen Mond nach dem anderen. Experte für Kopfbedeckungen. Mode-Experte. Rücksetzpunkt Anfänger. Was ist denn Rücksetzpunkt Anfänger? Rücksetzpunkt Enthusiast. Für was man hier alles die Scheiße bekommt, Mensch. Haben gleich 50, gleich haben wir die Hälfte. Münzenscheffler. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir hier noch ein paar Sterne suchen können. Münzen Großverdiener.
ich habe die 50 voll, das gibt's doch gar nicht. Münzen Krösus! So, Mario. Sprungmeister! Ich hoffe, du kannst all deine Träume erfüllen. Wie? Das war's, oder was? Also Peach ist jetzt zum Hutland. Sollen wir jetzt erst zum Hutland gehen, oder was? Ich weiß ja nicht. Ich würde eigentlich mal gerne einen Raumanzug noch kaufen. Was mit ihm? Ah ja, ich weiß. Wir gucken mal. Ah ne, den müssen wir wahrscheinlich im Mond kaufen. Wie komme ich hier dahin? Mit dem Hut rüberspringen wahrscheinlich. So eine Tür, wo man hin kann. Sehr schön, Mario. Das machst du super. Da oben ein Radio bei den Vögeln. Mach das. Ach, guck mal. Er tanzt. So eine Scheiße. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier weiter. Denn wir wollten ja... Das ist ja quasi das letzte Level. Nimm das doch mal. Okay. Kommen wir wieder in irgendein Wolkenlevel oder auch nicht. Wir können ja die Schafe noch eintreiben. Nein. Ich habe A gedrückt. Mann! Beim Xbox Controller ist A woanders. Oder? Mal überspringen. Hallo. Geh wieder da rein. Geh wieder da rein. Danke. Ich wollte nicht da rein. Es tut mir leid, Pamarillus. Es tut mir sehr leid. Bitte verzeiht mir, bitte. Bitte verzeiht mir nochmal. So, jetzt aber Schafe eintreiben. Schafe, Schafe, Schafe. Nein, nicht darunter. Ich muss dich darüber treiben. Da hinten ins Gehege. Bleibst du da? Oh, ich dachte gerade, das wäre im Baum gelandet. Ist es eigentlich auch, aber ich dachte, es steckt fest dann. Nein, das ist der Zaun. Du Mistvieh! Laber nicht! Scheiße, Alter! Jetzt bin ich mit dem Schaf verreckt, ey. Nochmal. Fieses Mistvieh, wo bist du? Da. Wir gehen jetzt rechts an dem Felsen vorbei. Eine See. Pilz. Sieht bisschen aus wie so ein Golfplatz hier. Der Wiese und den Hügeln. Ich will das nicht. So, er will doch Schafe haben, oder? Meine 6 Schafe! 6! Okay, hier unten habe ich noch eins gesehen. Da. Kann er die nicht selber suchen, der Nazi? Oder ich kaufe ihm den Mond einfach ab. Ich habe noch Münzen. Nein. Danke. Okay, wir müssen uns umsehen. Da haben wir eine Tür in dem Turm. Eichhörnchen. Warum laufen Eichhörnchen in Höhlen rein? Mäuse gibt's ja auch. Schafe brauche ich aber eigentlich. Ach, guck mal da. Du.
Hier ist das Schaf. Alter. Okay. Jo. Warte mal, ich komme gleich. Schaf. Da ist ein Brunnen. Oh, nicht da rein. Wo ist ein Toad? Da hinten? Man bräuchte so einen Hütehund, ey. Das wäre cool. Ja, komm, lauf da rein. So, wir haben 3. Was gibt's denn hier noch? Da ist eine Nuss. Merke ich mal, dass hier eine Nuss in dem See liegt. Oh, hier gibt's wieder irgendein Spiel. Irgendein verrücktes Spiel. Ich finde, die Münzen sehen richtig offensichtlich aus hier in dem Level. Muss jetzt aber noch 3 Schafe finden. Weiß nicht, ob die, wenn ich jetzt in ein Level reingehe, ob die dann nicht wieder verstreut sind. Deswegen suchen wir die anderen Schafe einfach mal. 6 Stück. Hey. So ein Ding. Okay, hier ist auch noch irgendwas. Da haben wir noch eine Rakete. Ist das hier ein Waldboden? Was sind das für Äpfel hier? Wir brauchen noch ein paar Schafe. Alles andere ist jetzt erstmal neben... Da ist noch eins. Okay, Mistvieh. Move on! Bist du ein Scheißtier? Nicht ins Wasser. Nein, nicht ins Wasser. Geradeaus weiter. Diese Motorroller sind spitze. Hier ist noch eine Nuss. Okay, eine liegt im See, eine liegt da unten. Wo? Ich habe doch irgendwo ein paar Töpfe gesehen. 4 Stück, glaube ich. Irgendwo habe ich, glaube ich, 4 Töpfe gesehen. Wir müssen darüber. Da fehlen ja immer noch 2 Schafe. Wo sind die denn? Komm dahin. So. Der Weg war gut. Und rein mit dir. Nochmal 2 Schafe finden. Unten ist keins. In den Türmen gibt's Level. Schafe, Schafe, Schafe. Gut, hier war 1. Was ist das für eine Map überhaupt? Ah, hier gibt es ja einiges. Hier ist auch noch eine. Da ist noch ein Schaf. Dann fehlt uns immer noch ein Schaf. Da bin ich mal gespannt, wo wir das noch auftreiben. Wie die Pilze einfach wegtritt. Ein richtiger Pilzvertreter. Und auch Pilzen. Oh, da kamen ganz viele Münzen raus. Warum geht er rein? 1 noch. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte mich einfach verzählt. Oben sind noch Münzen drauf. Wir hätten schon 6. Da jetzt noch 2 Münzen drauf. So, ein Schaf. Sehen wir noch ein Schaf? Sehen wir noch ein Schaf? Irgendwie um das Schloss herum. Warum gibt's hier überall Äpfel? Hier noch Yoshi oder was?
Vielleicht kann man hier mit Yoshi rumreiten und er... Würde hier was glitzern. Guck mal, mit Goomba muss man hier hin. Oh, ist denn hier noch ein verkacktes Schaf? Da, da, da vorne steht's. Oh, gib mir das Herz einfach mal. Gib ein paar Münzen. Oh, wir können hier noch richtig viel machen, Leute. Das ist ein richtig geiles, richtig coole Welt, muss ich sagen. Noch ein Herz. Gib Münzen, gib alles Münzen. So. Nee, wir müssen nach rechts, liebes Schaf. Du bist das Letzte. Ich hoffe, das war der längste Mond, den man hier finden muss. Also Stern, den man finden muss. Weil 6 Schafe hier eintreiben? Für einen Stern? Ich glaube, mein Pickpipes. Schafhüten beim Pilzpalast. So, wir haben die 50 voll. Das haben wir schon fast die Hälfte. Jetzt frage ich mich noch... Da unten ist eine Röhre. Hier kann man irgendwas machen. Oh, diese Spannung beim guten Rennen. Es gibt nichts Besseres. Was für ein Rennen? Wir sind die Ländersprinter. Wir reisen um die Welt und rennen in jedem Land, in das es verschlägt. Willst du antreten, Kumpel? Der Gewinner winkt einen Preis. Joa, gute Einstellung. Regel gibt es eigentlich keine. Tritt gegen uns an und erreicht das Ziel vor uns. Das war's dann auch schon. Okay, die Ziellinie ist eine Lichtsäule. Alles verstanden, dann los. Länderrennen. Koopa Freerunning. Aha. Standardrennen. Wir müssen einfach da hinkommen. Gegen die Koopas. Oh, fuck. Ach, die können auch ihre Mützen werfen. Ich muss einfach nur da hochkommen. So. Das war jetzt nicht so schwer. Koopa Freerunning. Neuer Rekord. Danke. Herzlichen Dank. Das war ja Überschallgeschwindigkeit. Hier hast du den Preis. Einen Mond. Und jetzt gibt er mir einen Stern. Spasti. Pilzkönigreich Standardrennen. Was gibt's denn noch mehr? Bin dabei. Gute Einstellung. Gewinne was Spitzenmäßiges. Das ist doch dasselbe. Expertenrennen. Okay. Komm schon. Ich meine, schneller kommt ja hier keiner hoch. Natürlich geht es immer noch ein bisschen schneller, aber ich meine, das ist der schnellste Weg. $15,80. Eben waren wir schneller. Weil ich so einen Schwenker nach links gelaufen bin. Noch ein Mond. Expertenrennen. Wie viel bekomme ich denn hier? Willst du nochmal versuchen? Es gibt zwar nichts zu gewinnen, aber Spaß macht es auch so. Nö, danke. Dann eben ein andermal. So, unten gab es jetzt noch Münzen. Und wo müssen wir diese Samen hinbringen? Das ist auch noch eine Frage. Die wir noch nicht geklärt haben. Aber wir werden die Stelle schon irgendwann finden. Da wissen wir, wo die Samen liegen. Einer im See, einer liegt in der Mitte, einer liegt hinten zwischen den Bäumen. Was macht denn das Vieh da eigentlich? Kann das noch irgendwas? Oder warum schwimmt es hier? Lass uns zusammen schwimmen. Ja, erstmal nicht. Wir schauen erstmal da hinten in den Turm rein. Gibt es ja auch nochmal 2 zu holen. Gibt es hier hinten? Ach, hier hinten waren wir schon. Wihi! Okay, rein da. Trinke ich mal meine leckere Fruchtbuttermilch. Mit steirischem Apfelstrudel. Geil, man kann in Bilder hüpfen. Müssen wir den Bosskampf nochmal machen, oder was? Dem sein Kinn sieht aus, als wäre es Hodensäcke.
Hey, wir müssen auf die Scheiße aufpassen. Hier in der Mitte kann uns ja eigentlich nicht so viel passieren. Aua, okay. Okay. Macht der nicht so einen Kotzstrahl irgendwann? War nicht auch ein Herz... Oh, fuck, ein Herz drin irgendwo? Ah. So, danke. Ja, sag mir das doch, dass du so ein Ding dahin machst. Ein Herz. Oh. Da. Heiliges Blechle. So, ein Herz. Herz. Dieses Mistvieh. Und auf den Kopf. Okay, wir haben nur noch ein Leben. Wir müssen ein Herz suchen. Ein Herz. Herz. Ein Herz. Ein Herz. Ich finde keine Herzen mehr. Es gibt auch keine Bröckchen hier mehr drin. Schon alle Herzen freigespielt. Was? Ich dachte, ich komme drüber. Okay, wir sind ein bisschen vorsichtiger. Rückwärtssalto? Rückwärtssalto, oder? Geil. Spielen mit Skills. So. Packen wir jetzt aber. Ja, überspringen. Danke. Was macht er denn, wenn ich hier stehen bleibe? Wirft er... Ah, er wirft genau auf mich drauf. Ich bin eigentlich im Kreis hier, Bartschel. Ich glaube, der wird mich hier nicht treffen. So. Springen. Springen. Und getroffen. Prima! Arriba, arriba! So, Typ. Schmeißt du die Seuche denn hin? Voll die Seuche. Oh. Mit seinem Müll da getroffen. Ja. Komm nicht auf ihn drauf. Jetzt sind wir genauso weit wie vorhin. Und wir müssen eigentlich noch irgendwo ein Herz bekommen. Ja! Diese Mistdinger hier. Die lassen mich nicht direkt komplett außen rum schwimmen. Ah, wo ist es noch? Okay, das war das letzte Bröckchen hier in der Suppe. Mmh, Suppe mit Bröckchen! Jetzt kommen wieder einzelne. Nein! Nein! Was ist das schwer zu zielen? Nein! Nein! Wie lange macht der das denn? Hört er jetzt auf? Oh! Okay, er hört auf damit. Wir kamen nicht hoch. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen an der Stelle. Seinen fiesen Kakteen. Sind das denn Stachelbeeren? Komm, kotz doch nochmal mit Bröckchen hier. Komm. Komm, Suppe mit. Suppe mit Bröckchen. Suppe mit Bröckchen, komm. Mir zuliebe. Wow. So. Das ist hier. Schwerer Weg. Nach oben! Fuck. Man sieht auch den Schatten halt gar nicht, ne? Komm! Ich treffe ihn nicht! Hab ich ihn? Ich hab ihn. Flop! Tschüss! Drei Stück! Drei Stück! Neißigkeiten!
Neizigkeit kennt keine Grenzen auf Revanche auf der. Was? Schlemmer? Soße? Suppe? Manchmal lese ich nicht fertig. Multimond, sehr fresh. Ja, die Hälfte haben wir ungefähr geschafft. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Palmarillos. Also, wir werden das hier auf jeden Fall noch durchmachen und dann müssen wir noch Peach suchen. Und dann, denke ich, kommen wir auf jeden Fall durch. Gut, bis zur nächsten Folge. Stay Pam, tschüss! Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.